Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Pitzel und ich hatte das letzte Mal ja FIFA 14 gespielt, Ultimate Team. Und ich habe mir heute gedacht, warum machst du nicht einfach nochmal so ein Retro-Pack-Opening? Und das machen wir heute einfach mal, FIFA 14 Pack-Opening. Und mal schauen, was da alles so noch bei ist. Also ich weiß noch genau, hier Special Sets und hier haben wir auch direkt so Promo-Sets. Deine einmalige Chance auf ein Upgrade zum Gold-Team. Oh, schauen wir doch mal, was wir hier eigentlich drin haben. So, dann gönnen wir uns mal hier die Ansicht. Also so sah das 2014 noch aus. Heitinga, Alter. Nathalie, Lambert, Eduardo, Allen, Chiba und Leo Baptistao. Jetzt bin ich immer überrascht. Um zu gucken, wer alles so dabei ist. Premium Goldspieler, ich bin gespannt. Timoschuk, Alter. Baumgartlinger mit einer 75 noch. Barry. Ja, ist eine Frau. Dam, 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 dam. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Katamaul und Patrick Helmes, Alter. Kennt ihr noch Patrick Helmes? Wahnsinn. Der hat bei Köln gespielt. Der ist ja leider so schwer verletzt, dass man gesagt hat, ja, das Beste, wenn du deine Karriere unterbrichst oder aufhörst. Also der Sportinvalide. Das wäre jetzt so lustig, wenn ich jetzt hier einen Messi oder einen Ronaldo finden würde und selbst in FIFA 16 das nie geschissen bekommen habe. Obwohl ich so viele. Und wir haben Benaglio, Lasset. Ohne Witz, den habe ich irgendwie jeden FIFA-Pack-Opening, scheißegal, ob wir jetzt 14 oder 16 machen oder 15, egal was, wer er ist, immer dabei, der Typ. Immer ist er am Start. Und hier ist Yashavin Ibisevic und Pereira. Und da hat er, seht ihr noch, da hat er noch bei VfB Stuttgart gespielt. Alter Schwede, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten für Ibisevic. Da wurde er hin und her gereicht. Hat den Pal Dardai einfach mal zum Kapitän gemacht, ja. Ist letztes Jahr gekommen oder so und ist jetzt Kapitän. So schnell kann das gehen. Lustenberger mal kurz abgesägt und Ibisevic zum Kapitän gemacht. Oh, dieser Ball ist so eckig, Alter. Und hier ist Koke und Shaqiri, mein lieber Mando. Da habe ich aber ein gutes Händchen bewiesen. Shaqiri, komm her, guck dir. Hier ist auch Vidal drauf, noch im Juventus-Trikot. Bruno. Nice. Oh, und das Bayern-Wappen und das von Al-Hilal. Silber-Upgrade-Set. So, was haben wir hier noch Feines drin? Immer cool zu sehen, wie die Spieler früher waren und wo sie noch zu der Zeit gespielt haben, ne? Hier haben wir einen von Red Bull Salzburg. Jonathan Soriano und Janka von Hertha BSC zu der Zeit. Wen haben wir noch hier? Ist halt echt, ich finde das immer lustig zu sehen, was aus den Spielern dann teilweise geworden ist und sowas, zwei Jahre später, weil das Fußballgeschäft, wisst ihr selber, das geht ziemlich schnell. Es ist ziemlich schnelllebig, sag ich mal. Wen haben wir denn jetzt hier? Dede und Kazayev. Lombert haben wir auch schon wieder. Der ist ja immer dabei, der Typ. Das ist echt lustig anzuschauen, aber diese Animation, die gefällt mir gar nicht. Also die gefällt mir für FIFA 16, gefällt mir die viel, viel besser. Ja, und hier Trash von Wolfsburg auch wieder am Start. Der Deutsche. Ja, der Trash. So, Freunde, das allerletzte Set für heute. Und da ist Messi drauf. Das heißt, dass da auch Messi drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Früher habe ich das wirklich gedacht am Anfang von Ultimate Team. Habe ich das wirklich immer gedacht, ich muss nur die Packs öffnen. Aber hier Insigne hat nur 76, aber auch schon 89 Pace. Das hat sich bei ihm aber auch gut gemacht. Und hier ist Kalou, Alter. So viele Deutsche heute im Pack. Kalou im Sturm. Ist auch ein guter. Da ist seine Tante jetzt vor kurzem gestorben. Dann ist sie wieder zurück. Und ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's vom Video. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Bester in FIFA 14 war, wenn ihr da was gezogen habt und wie viel Geld ihr da ungefähr immer ausgegeben habt. Also ich muss sagen, bei FIFA 14 habe ich das noch nicht so gemacht und
habe mir jetzt heute mal ein paar, habe mir glaube ich 1000 Coins gekauft, um einfach euch das nochmal zu zeigen, wie das eigentlich so aussah für die, die es vergessen haben. Freunde, das war's von mir, euer Peterle, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Peterle und Tschaußen.